I'm 2,000 years old, and I remember when we used to open up the door and just let the kids be. Sarah will be part of our trial period. Response so far is just incredible. A sense of security, peace of mind. The stories we've been hearing, they are truly inspirational. It's completely safe. Sure it is, honey. Moin moin, wir sind Johannes und ihr seid bei Disversiv. Die neue Staffel von Black Mirror ist im Kommen. Wir haben die Trailer für euch analysiert. Heute geht's um Archangel. Genau, im Trailer zu Archangel sieht man eine alleinerziehende Mutter, deren Tochter anscheinend kurz einmal verloren geht, woraufhin sie eine Paranoia entwickelt, dass ihrer Tochter etwas geschehen könnte. Und sie vertraut sich selber und ihrer Tochter immer weniger und ja, schließlich bringt sie ihre Tochter dazu, bei einem Testprogramm einer Firma mitzumachen. Was genau dieses Testprogramm beinhaltet, das ist allerdings nicht so ganz klar. In Black Mirror-Stil würde es natürlich nicht besonders nett sein, aber darüber werden wir jetzt diskutieren. Ja, also meine Theorie dazu, wenn ich mir das so angucke, das Symbol dieses Programms ist ein Auge. Daher erwarte ich eine Technologie, die ähnlich ist zu der, die wir bereits in The Entire History of You gesehen haben. Heißt eine Kamera, mit der ich... Ja, in diesem Fall wahrscheinlich kann die Mutter in Echtzeit das Bild sehen, das das Kind auch sieht und so das Kind überall verfolgen, noch mit GPS und Mikrofon und so weiter. Das heißt, die Mutter kann das komplette Leben des Kindes mit erleben und dadurch auch mitgestalten wahrscheinlich. Vielleicht kann sie mit dem Kind auch reden dadurch. Das heißt, wir haben da eine besonders enge Bindung zwischen dem Kind und der Mutter, die dadurch entsteht, sodass... Ja, ich glaube, dass das Kind dadurch ziemlich doll in seiner Entwicklung gestört wird und dass dieser Konflikt zwischen dem Kind und der Mutter, dass das auch ja, das entscheidende Thema der Episode ist, dass die Mutter in so eine Art Wahnsinn verfällt, wenn sie dann damit erlebt, dass das Kind in gefährliche Situationen kommt, was dann dazu führt, dass es noch mehr Paranoia entwickelt und das Kind schließlich gar nicht mehr aus dem Haus lässt. Mhm. Du glaubst, so wird die Episode enden? Möglich, ja. Ja, dieses Auge ist natürlich ein Hinweis darauf, dass es eine Form von Überwachung ist, da hast du recht. Allerdings, es gibt auch noch andere Hinweise, die meiner Ansicht nach dagegen sprechen. Es werden Texteinblendungen gezeigt im Trailer, die sagen, the secret to good parenting is control, also Kontrolle, nicht Surveillance. Ich glaube, dass diese kleine Nadel, die in die Schläfe der Tochter eingeführt wird, das ist vielleicht eine Wanze oder eine Zelle, die es der Firma ermöglicht, die Tochter in irgendeiner Weise zu kontrollieren und sie aus Gefahrensituationen rauszubringen. Die Firma wirbt damit, dass diese Technologie der Mutter Frieden bringen soll oder eine gewisse innere Ruhe. Und ich glaube, das kann sie nur bringen, wenn sie der Mutter gewissermaßen Erziehungsverantwortung abnimmt und sie an diese Firma übertragen wird. Kann man so sehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man innere Ruhe hat, wenn man alles miterlebt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass während dieser kurzen Abwesenheitsphase des Kindes, die man am Anfang des Trailers sieht, dass da doch mehr passiert ist, als es den Anschein hat. Ist ja von einem Spielplatz verschwunden. Man sieht aber später zum Beispiel einen Moment, in dem die Mutter sich Bilder des Kindes anguckt und da sieht man auch eine Person mit einer Pistole, die jemand anders bedroht. Deswegen kann ich mir ja vielleicht auch vorstellen, dass dem Kind damals wirklich was passiert ist. Mhm. Dass das auch noch zu Konflikten führt. Und dass die Tochter tatsächlich psychisch geschädigt ist. Genau, ja. Und dass es vielleicht in Kombination mit dieser Technologie dann eine ganz, ganz gefährliche Kombination ist. Die eskaliert, gerade wenn das Mädchen älter wird. Und das glaube ich nicht. Ich würde diese Szene mit den Bildern, die sich diese Mutter anschaut, eher so interpretieren, die Tochter hat halt Bilder gemalt, die der Mutter nicht so ganz gefallen, ist halt Gewalt drauf. Und weil die Mutter sowieso schon in diesem Helikopter-Eltern-Wahn drin ist, ist das nur ein Grund mehr, das Kind zu überwachen?
oder? Genau, dann, das ist quasi der Punkt, wo sie sagt, jetzt muss ich mir über die Gedanken, über die Psychologie meines Kindes Sorgen machen, vielleicht stimmt da was nicht. Und ja, sie steigert sich da halt immer mehr rein. Es sind nicht mehr nur äußerliche Gefahren, sondern sie sucht halt wirklich nach, ja, irgendwelchen Gefahren, irgendwelchen Problemen, die sie lösen kann. Okay, ja. Also um es nochmal kurz zu fassen, deine Hypothese ist, wir gehen mehr in so eine, ja, das Kind wird zu einem fremdgesteuerten Wesen, Cyborg, whatever, in dieser Schiene. Und ich sehe es eher so, dass die zwischenmenschlichen Konflikte die Episode ausmachen. Mhm. Ja, wir sind gespannt auf die Episode. Am 29. Dezember ist es soweit. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es uns in die Kommentare.